Initiative. Sei keine Dreckschleuder, Straßencreme sind keine Mülldeponie, findet auch in diesem Jahr eine Fortsetzung. Jetzt wurden die diesjährigen Eckpunkte der Initiative im Rahmen eines Pressegesprächs von Infrastrukturlandesrat Magister Heinrich Dorner, Landesumweltanwalt Diplom-Ingenieur Dr. Michael Graf, Burgenländischer Müllverband-Geschäftsführer Johann Janisch und ORF-Landesdirektor Magister Werner Heretsch vorgestellt. Besonders dem BMV ist es ein Anliegen, dass möglichst wenig Müll in der Natur landet. Der Burgenländische Müllverband, der stets bemüht ist, seinen Service weiter zu verbessern, unterstützt diese Initiative. Wie gut beim BMV gewirtschaftet wird, sieht man schon daran, dass es seit 17 Jahren keine Gebührenerhöhung gab. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu schärfen und keine Müll in den Straßengraben zu entsorgen. Denn neben den hohen Entsorgungs- und Reinigungskosten verunstaltet der Abfall die Landschaft und zieht negative Folgen für Mensch und Tier nach sich. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Pressekonferenz zum Thema Sei keine Dreckschleuder. Die Straßengräben sind keine Mülldeponie. Diese Kampagne wurde 2010 ins Leben gerufen und gibt es somit nunmehr seit 9 Jahren. Und nicht zuletzt aufgrund dieser Initiative und dieser Kampagne ist es uns hier im Burgenland gelungen, die Abfallmengen zumindest nicht zu erhöhen, welche hier in den Straßengräben und aber auch auf den Straßen vorhanden sind. Das ist zwar positiv, weil es nicht mehr geworden ist, ist aber mit Sicherheit nicht zufriedenstellend. Zufriedenstellend wäre es dann, wenn die Abfallmengen weniger werden. Und genau aufgrund dieser Tatsache haben wir uns entschieden, diese Kampagne auch zu verlängern und dieses Jahr auch wieder in den Vordergrund zu stellen. Daher wird das Projekt 2019 mit der burgenländischen Umweltanwaltschaft, mit der burgenländischen Landesstraßenverwaltung, mit dem burgenländischen Müllverband und mit dem ORF Burgenland gemeinsam fortgesetzt. Uns ist es wichtig, dass wir das Thema wieder mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Durch diese Abfallmengen in den Straßengräben wird nicht nur die Umwelt verschmutzt, sondern es ist natürlich auch so, dass es die Tiere gefährdet. Und das muss natürlich nicht sein. Leider ist es auf allen Straßen, es ist auf den Gemeindestraßen, auf den Landesstraßen und aber auch auf den höherrangigen Straßennetzen wie Autobahnen und Schnellstraßen festzustellen, dass diese Abfälle entstehen. Und diese Kampagne soll eben wieder mehr das Bewusstsein diesbezüglich in den Vordergrund stellen. Es gibt, und das ist nichts Schönes, Streckenabschnitte hier im Burgenland, welche alle 2 bis 3 Wochen gereinigt und gesäubert werden müssen. Und die am meisten betroffenen Strecken befinden sich im Nahbereich von Gewerbegebieten, im Nahbereich von Fastfood-Restaurants, von Tankstellen und aber auch in der Nähe von Nahversorgern und Baumärkten. Und den Hauptanteil dieses Abfalls machen Verpackungsmaterial, leere Plastikflaschen und auch Plastikdosen aus. Leider auch eine Menge Sperrmüll und in den letzten Jahren auch immer problematischer Essensreste. Und im heurigen Frühjahr wurde von der Landesstraßenverwaltung im Bezirk Neusiedl eine 2 Wochen dauernde Schwerpunktsammlung durchgeführt und die gesammelten Mengen wurden anschließend in ihrer Zusammensetzung auch untersucht und diesbezüglich wird uns dann der Geschäftsführer vom Burgenländischen Müllverband diese Untersuchung auch ein wenig näher bringen. Vielleicht nur ein paar Zahlen, die nicht unwesentlich sind zu wissen. Im Burgenland gibt es rund 1800 Kilometer Landesstraßen und für das Einsammeln dieses Abfalls werden von der Landesstraßenverwaltung wird das Personal zur Verfügung gestellt und die Arbeit, die damit verbunden ist, diesen Abfall zum einen aufzuräumen und dementsprechend auch zu entsorgen, wird mit rund 25.000 Arbeitsstunden, die werden aufgewendet und dadurch fallen natürlich für die Sammlung und Entsorgung von Müll Kosten in der Höhe von fast 1 Million Euro an. Diese 1 Million Euro setzt sich zusammen aus rund 6% Entsorgungskosten und die restlichen 94% aus Personal- und Fahrzeugkosten. Und was dadurch natürlich jetzt auch entsteht, ist, was viele wahrscheinlich nicht wissen, dass der Müll, den man in den Straßengraben wirft, man kann es gleichsetzen mit Geld,
welches aus dem Fenster geschmissen wird, weil es de facto letztendlich auch Steuergeld ist. Und da sollten die Leute auch wissen, dieses Geld wäre mit ziemlicher Sicherheit anderswo besser eingesetzt. Deshalb nochmal, wir werden diese Kampagne weiter fortführen. Es wird die Beschilderung an den Landesstraßen weiter fortgeführt. Es wird die Beschilderung an den Landesstraßenverwaltungswagen weiterhin auch draufbleiben und intensiver beklebt werden. Es werden die Spots im ORF und im Radio und im TV fortgesetzt. Und ja, wir alle hier Anwesenden unterstützen diese Kampagne. Die Devise auch 2019 sei keine Dreckschleuder, Straßengräben sind keine Mülldeponie. Darf nun mein kurzes Statement auch von ORF Burgenland und der Landesumweltanwaltschaft bitten. Ja, vielen Dank, Herr Landesrat. Für uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist es eine Kernaufgabe bei so einer Aktion und eine Selbstverständlichkeit bei so einer Aktion federführend mit dabei zu sein. Wir sind das größte Medienunternehmen des Landes und es ist uns ein sehr großes Anliegen, für Umweltschutz und für Nachhaltigkeit zu werben. Wie Sie wissen oder wie Sie vielleicht mitbekommen haben, national läuft gerade im ORF unsere große Kampagne Mutter Erde, wo es genau um dieses Thema geht, verwenden statt verschwenden. Wir wissen, dass der Umweltschutz, dass der Klimaschutz ein zentrales Element für die Zukunft unserer Kinder werden wird. Deswegen ist es uns auch ein sehr großes Anliegen, dass wir bei dieser Aktion mit dabei sind. Und ich freue mich, dass es uns jedes Jahr gelingt, auch da wieder federführend dabei zu sein und auch immer Partner zu gewinnen. Und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Jahr machen können und dass es uns vielleicht auch gelingt, da es auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Dankeschön. Ja, wie jedes Jahr beteiligt sich auch die Umweltanwaltschaft wieder an diesem Programm. Für uns ist es sehr wichtig, den bewusstseinsbildenden Aspekt da einzubringen. Das ist eine sehr seltene Einigkeit zwischen Firmen, Medienunternehmen, Land, Verwaltung, Politik und die alle einen gleichen Strang ziehen. Und wie schon vorher auch gesagt, der Müll hat ja natürlich einen Kostenfaktor, aber auch natürlich einen Faktor, den die Natur schwer beeinträchtigt. Tiere fressen teilweise diese Abfälle, die können direkt Schaden anrichten oder wie wir es schon derzeit sehen, also die Verbreitung von diversen Krankheiten, die jetzt über weggeworfene Lebensmittel passieren. Weißen wir letztes Mal in Autobahnraststationen, findet man schon große Hinweisschilder, besonders aktuell eben Verbreitung der Schweinepest, die da einfach eine Rolle spielt und man muss wirklich permanent dran sein, um den Leuten näher zu bringen, dass das eben nicht einfach nur lustig ist, wenn man oder praktisch ist, wenn man den Mist halt nicht nach Hause nimmt und entsorgt, sondern einfach rauswirft, dass das einfach nicht mehr okay ist. Und dieses Bewusstsein gehört gestärkt und deswegen hoffe ich, dass das weiter viel Erfolg hat, diese Kampagne. Guten Morgen, der Burgenländische Müllverband ist ja seit Beginn dieser Kampagne schon Mitinitiator und Mitträger von Sei keine Dreckschleuder, weil wir das als wichtigen Aspekt auch im Sinne der Abfallvermeidung sehen. Wir haben vor etlichen Jahren schon Analysen durchgeführt und uns angesehen, wie die Abfallzusammensetzung von diesen Abfällen aus den Straßengräben aussieht und haben uns gedacht, wir werden das jetzt nach vielen Jahren wieder neu tun. Es ist schon erwähnt worden, die Straßenmeistereien haben hier über eine gewisse Zeit die Abfälle gesammelt und wir haben sie jetzt einer genauen Analyse unterzogen in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Binkelfeld und das Ergebnis liegt heute vor. Sie können das Ergebnis dann im Detail auch an dieser Pinnwand hinten sehen. Aber kurz zusammengefasst sieht das Ergebnis der Gestalt aus, dass wir im ganz, ganz überwiegenden Ausmaß Verpackungsabfälle hier in diesen Abfällen aus Straßengräben vorfinden. Der wesentliche Anteil sind Einweg-Plastikflaschen, Einwegdosen, auch ein bisschen Einwegglas. Das ist so der Hauptanteil und ungefähr 2/3 sind Verpackungen, die hier aus dem Auto geworfen werden. Das ist insofern sehr schade, weil ja Verpackungen schon über die Lizenzierung für die Entsorgung bezahlt wurden. Und hier müssen sie dann mit einem großen Aufwand, und es wurde schon erwähnt, wieder gesammelt und entsorgt werden. Also insofern wäre ein Ansatz sehr wichtig zu schauen, dass diese Vermüllungen nicht passieren.
Das sind die Ergebnisse. Diese Ergebnisse decken sich im Wesentlichen mit dem, was wir schon vor 5, 6 Jahren an Analysen gemacht haben. Und man sieht, dass es leider Gottes hier in der Zusammensetzung der Abfälle keine wirkliche Verbesserung ergeben hat. Und unser Appell seitens der Abfallverbände ist, dass man auch die Schlüsse ziehen sollte, diese Einwegverpackungen zu reduzieren. Und ein sehr guter Ansatz ist, dass man generell versucht, über die Politik die Mehrwegquoten wieder zu erhöhen, damit nicht so viel Einweggebinde in Umlauf gebracht werden. Und ein Ansatz aus unserer Sicht wäre auch, in Richtung Pfandlösungen zu gehen, weil wir wissen, dass in jenen Ländern, wo es Pfand auf Einweg gibt, auch dieses Littering-Problem, dieses Vermüllungsproblem weit besser beherrscht werden kann.